rechten Arm, Oberkörper, was haben wir denn da? Fußballtrikot. Rugby, Fußball. White Basketball, ne. Sevener Hoodie. Jeansjacke. Ne, da brauchen wir eigentlich nichts. So ist okay. Und jetzt kaufen wir uns noch einen neuen Haarschnitt. Neuer Haarschnitt ist auf jeden Fall lohnenswert. Gehst hier rein, machst dir neue Haare. Das wird uns auch mal Zeit. Welcome. Ja, Gott. Ne, rasiert. Maschinenschnitt. Eagle-Snitt. Nee. Nehmen wir, glaube ich, den Igelschnitt hier. Und der Cäsar. Ein bisschen komisch aus, ne? Rasiert. Na naja, komm, lassen wir den alten guten Hopkins hier. Da kann man nichts verkehrt machen. Sieht jetzt bloß nur aus wie ein Skinhead, aber naja. Bei der Folge kann man das sagen. 20 Uhr, alles legal, meine Freunde der Nacht. Polizier. So. Ah, jetzt können wir auch hier rumsprühen, alles klaro. Um die Uhrzeit fährt noch der Schulbus. So. Hier gibt es keine Abkürzung rüber. Muss man ganz schnell hier so ins Bett schleichen. Leave me alone. Ja, die andere Quest, die machen wir heute nicht mehr. Gehen wir jetzt schön in die Haier. Genau, gehen schön jetzt in die Haier und machen hier noch Haier, Haier. Einfach dieses komische Bett. Weißt du, jeder hat ein Zimmer, weißt du, und der Jungensaal, der passt auch nur 5 Betten rein. Ich weiß noch nicht, wie die anderen pennen, aber wir haben ein eigenes Riesenzimmer. Warum nicht? War da Wassel? Nein. Da war nicht du Wassel, ich dachte. Ach, gehen wir ja auf den Sack. So, ganz gemütlich hier durch. Ja, ja, da können wir hier warten. Ich warte jetzt mal hier vorne. Obwohl, warte mal. Hey, you. Well, hello there. Jo, Pulver. Hey, wanna help me with my homework? So, wanna be my girlfriend? Na, was mach... Alter, warum mich? Warum mich, du Saftsack? Ich wollte die Alte doch nur... Hallo. I probably don't have a chance, but I really like you. Hier, hast du Blumen. Krieg ich jetzt so ein Küsschen? Hier gibt es wenigstens 75%. Dankeschön und tschüss. Was ist denn hier vorhin angesagt? Biologie. Wow, haben wir auch mal wieder. Biologie 3. Was haben wir denn heute? Jawohl, was gibt's heute? Letztes Mal haben wir Frosch, Maus und heute gibt's Fisch. Ah, Fisch. Und immer wieder neue Nadeln holen hier. Ach, du ahnst es nicht. Na komm schon und zack. Pinzette. Jetzt müssen wir hier noch offen schnipseln. Warum nimmt er denn erst das Auge raus? Und dann schnipselt er das hier offen. Das ist auch voll der verkehrte Schnitt, aber egal.
da drauf? Die Kiemen. Hoffentlich bestehe ich das hier. 50, oh, gleich 50% schon erreicht. Sollte eigentlich ein Klacks sein, oder? Zack, zack, Kiemen. Wow, that's disgusting. Die Leber. Oder können wir auch so runterziehen? Blub, 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 blub. Haben wir auch. Leber, Leber. Den Magen. Machen wir doch ganz schnell hier. Klack, 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 klack. Ah, die gehen eigentlich. Die anderen fand ich ein bisschen schwieriger. Bei der kleinen Maus. Excellent work, das geht ja schnell hier. This will make so, was gibt's jetzt? Display specimen. Hopkins is dominating. Ein Fischhut. Ich dachte, jetzt gibt's noch mehr. Dachte ich ernsthaft. Lass du Fly down. Quest mehr kriegst. Ja, jetzt kann ich überlegen, ob ich jetzt hier vorne was mache. Oder nicht. Und das sieht aus wie Streber, ne? Ja. Komm, wir versuchen's. Schlechte Gegend. Amigo! I need your help! Amigo? Johnny and his goons were hassling me about algae. That guy's gone even crazier. He thinks algae is trying to put the moves on his girl. Algae and Lola? I know! It's crazy! Everyone knows Algie likes blondes. Listen, find Algie and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where Algie is. Who? Cornelius. You know, the scrawny kid in the acting club. He did an amazing Juliet in the school play. He has a 4.0 grade point average. Okay. Auf jeden Fall habe ich den schon mal fotografiert gehabt. Finde Junilius. Und gleich geht unser Unterricht los. Ist aber eigentlich voll Peng, oder? Ah, sollte ich irgendwie hinkriegen. Und up. Ist da nicht Gary? We know you know where he is. Shut up, Gary. You guys get Algie and bring him to me at the clubhouse. You guys take care of this pathetic excuse for a human being. I was hoping you'd say that. Warum hat Gary damit was zu tun? Help me! Please, anybody! I'll show you force equals mass times acceleration. Euch habe ich doch gerade schon mal verprügelt gehabt, oder? Komm her. Ist das jetzt genug für dich hier? So. Oh, thanks so much, Jimmy. Hey, I was lying when I told Johnny that Algie is at the pizza parlor. You gotta go help him. Okay, ciao. Warum ist er denn so weit? Die vermöbeln den doch ohne Witz. Und was macht Gary wieder da? Der Hinterhältige. Der mischt sich immer, wo es Streit gibt und wo man alle aufhetzen kann, immer dabei. Weil der ist, ist bestimmt der Drahtzieher zu irgendwas. Der versucht mich auch immer aufzuhetzen. Weil ich glaube mal, der versucht wirklich die Schule einzunehmen. Weil den kannst du nicht vertrauen, den Kerl. Es ist schon verwunderlich, dass jetzt auch mal bei den Greasern ist. Oder bei den Greaser. Das ist schon krass. Tschüss. Kann ich nämlich schneller durchlaufen. Oh, was machen die denn hinter mir?
Lauf, Jimmy. Lauf, Jimmy. Algie, you're in so much trouble with Johnny Vincent and his boys. Na, was ist denn oben los? So, Chad, honey, listen, it's just $100. That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought that me and you... Shut up, fatso! Big boned, not fat. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, but Lola, wait. Smartass. Ridiculous. Women. Look at you both. You're pathetic. But I thought she liked me. I don't believe this. You both better get over it. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Algie, you take the girl's bike. Chad, you better pedal for both of us. I get a feeling I'm headed for a fight. But I was just helping Lola study, honestly. I'm so scared. What? Well, he's gotta be around here somewhere. Let's go find him. On those bikes! Is that Algie? On a girl's bike? Nah. Here they go! I'll hold them off! Just try not to crash into anything, Chad! One down! Just...